Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf Pokémon Tutorial TV, heute mit einem Wahlfallkampf gegen den lieben Shift. Er verwendet unter anderem Pixie, Brutalanda und Altaria und somit dürfen wir gespannt sein, was er denn als Mega-Entwicklung spielen wird, denn dadurch sind durchaus drei Pokémon dazu in der Lage. Und ja, mal abwarten, was er denn jetzt tun wird. Ich habe mich als erstes Pokémon für Gengar entschieden und nicht für mein Tentoxa. Und ja, er setzt Finn ein. Ein Pixie. Und ich habe gedacht, wunderbar, ich habe Gold richtig gelegen. Und habe mich sofort für Matschbombe entschieden. Ja, das ist nämlich sehr effektiv gegenüber des Feentyps. Und Pixie ist ja mittlerweile ein Feentyp. Von daher hier Matschbombe und sofort K.O. für Pixie. Ärgerlicherweise durch einen Volltreffer. Ich glaube, Pixie hätte die Matschbombe besser überstanden. Aber so ist Pixie nun mal K.O. und sein erstes Pokémon gleich schon innerhalb von einer Minute zerstört. Der Kampf fängt für den Lebensshift so gar nicht gut an. Als nächstes Pokémon hat er sich für Altaria entschieden. Ich habe gedacht, ja, okay, das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung, dass er das hier macht. Und habe mich entschieden, zurückzurufen, war mir aber noch nicht sicher, auf welches Pokémon. Da gibt es durchaus mehrere Möglichkeiten, wie ich jetzt hätte zurückrufen können. Ich habe mich für Gardevoir entschieden. Das ist übrigens in der Lage, eine Mega-Entwicklung durchzuführen. Und ja, innere Kraft ist auch ganz nützlich, dass wir das jetzt kopiert haben. So, falls uns Altaria denn irgendwas zufügen sollte, können wir gleich austauschen und dann das Statusproblem direkt beseitigen. Also, wir machen Mega-Entwicklung und Zauberschein, habe ich mich dann entschieden. Was aber nicht klug war von mir, denn er ruft weiter zurück. Und er entscheidet sich für Gengar. Ich habe nur gedacht, nein, da hätte ich doch Gedankengut oder einen Psychoschock draufhauen können. Beide Optionen wären gut gewesen. Fokusstoß und der Zauberschein waren absolut schlecht für die Tonne. Wobei Fokusstoß noch viel schlimmer gewesen wäre. Aber hier, Zauberschein hat immerhin einiges abgezogen. Aber ja, Psychoschock hätte es definitiv K.O. gehauen. Ja, dementsprechend wieder hier am Zurückrufen, denn Gengar kann Gardevoir beachtlichen Schaden zufügen. Und das wollte ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Ich habe gedacht, okay, vielleicht auf Metagross durch den Feentyp wird es vielleicht eventuell versuchen, eine Matschbombe einzusetzen. Aber habe mich dann doch für Tentoxa entschieden, denn das kann ja auch die liebe Bürde. Und ja, er macht Mega-Entwicklung und habe gedacht, okay, ein Mega-Gengar ist ja auch mal eine interessante Alternative. Ich hätte ja eigentlich mit Mega-Altaria oder Mega-Brutalanda gerechnet. Jedenfalls kommt Schlammwoge und Tentoxa-Gifttyp und hohe Spezialverteidigung. Das übersteht's relativ gut. Ja, eigentlich ein paar Kratzer hinzugefügt, wenn man so will. Und ja, mir war eigentlich klar, er würde zurückrufen. Ich habe mich aber für Bürde entschieden. Den meisten anderen Pokémon wären gegenüber von Siedewasser ziemlich immun gewesen. Wobei man natürlich auch die Verbrennung hätte berücksichtigen können. Also so oder so mache ich mit Tentoxa im nächsten Zug wahrscheinlich eher weniger Schaden. Aber im Nachhinein muss ich schon fast sagen, Siedewasser wäre sogar die bessere Option gewesen. Auch wenn es wahrscheinlich weniger Schaden gemacht hätte. Ich hätte immerhin eine 30%ige Chance gehabt, das Pokémon zu verbrennen. In dem Falle Karpis. Aber gucken wir doch einfach mal, wie viel die Bürde abgezogen hat. Ja, circa ein Viertel der KP, wenn überhaupt, also eher sogar ein Fünftel der KP abgezogen. Und ich habe mich gewundert, sag mal, Toxic Orb? Vergiftung? Hä? Was geht denn hier ab? Jedenfalls, ärgerlich, kriege ich, ja, ist das jetzt hier so ein bisschen verschwendet? Also, ich muss Tentoxa jetzt zurückrufen gegen irgendein anderes Pokémon und habe mich für Gengar entschieden. Und ja, war gespannt, was Beast hier so einsetzt und dann kam, ja, Stachelspore. Ich habe gedacht, ja toll, jetzt bin ich auch noch paralysiert. Und auch das noch, es kann Aufheber und somit wird statt dem Vergiftungsschaden eine Vergiftungsgutschrift gemacht. Ich habe mich für Matschbombe entschieden, soweit ich das noch gesehen habe. Und er hat sich für Wuchtschlag entschieden. Ich habe mir gedacht, what the fuck? Okay, also dieser Zug war von beiden Seiten extrem schlecht gewesen. Von mir, weil ich die Matschbombe nicht ausgenutzt habe, um hier mit dem Pflanzentyp gleich
Paletti zum Arm. Und er hat den Wurfschlag völlig daneben gehauen. Hat vielleicht damit gerechnet, dass ich zurückrufe oder so. Aber warum sollte man bei einem Carpils zurückrufen, das Pflanzen und Kampfattacken beherrscht? Beide Attacken sind wirkungslos bzw. nicht sehr effektiv gegenüber von Gengar. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, einfach Gengar drin zu lassen. Ärgerlicherweise sinkt von Altaria jetzt gerade die Spezialverteidigung durch den Spruchball. Und ja, das könnte problematisch werden, wenn Altaria es mit einem weiteren Pokémon zu tun bekommt, das natürlich auf die Spezialverteidigung spezialisiert ist. Aber ich habe mich aufgrund des Feentyps dafür entschieden, Metagross in den Kampf zu rufen. Denn natürlich, ein Sternenhieb und Altaria sieht hier ganz schön alt aus. Jedenfalls kommt jetzt erstmal Zauberschein. Und der ist nicht sehr effektiv, macht gerade mal 9 KP Schaden. Und nicht wirklich viel. Ja, und ich habe sofort gedacht, okay, haust du Sternenhieb drauf. Was sollst du auch anderes großartig gegen Altaria machen? Aber er ruft Altaria, klugerweise muss man ja schon fast sagen, zurück gegen Brutalanda. Bedroher wirkt natürlich wegen Metagross-Fähigkeit nicht, ja, also da passiert erstmal gar nichts. Und auch mit Sternenhieb passiert gar nichts, denn der trifft einfach mal knallhart nicht. So, das ist natürlich übelst ärgerlich gewesen. Ich habe gedacht, ja, irgendeine Feuerattacke kommt jetzt wahrscheinlich, also Flammenwurf oder Feuersturm, und ich habe mich für Gardevoir entschieden, denn mein Team ist doch ein bisschen anfällig gegenüber von Feuerattacken, gegenüber dieser Konstellation. Und ja, in dieser Situation konnte man natürlich vieles haben. Man konnte sich jetzt für Zauberschein entscheiden oder für Psychoschock, ja. Und natürlich auf den Wechsel plädieren. Und ich habe plädiert, dass er auf Gengar zurückruft. Ich habe einfach gedacht, okay, entweder er ruft zurück oder er ruft nicht zurück. Und er hat zurückgerufen. Ich habe nur gedacht, Gengar, bitte Gengar. Und als ich Gengar gelesen habe, ach herrlich, das war so ein wunderbarer Zug gewesen. Jetzt kommt Psychoschock. Und ja, das ist der Sofort-K.O. für Gengar. Perfekt. Hätte ich hier an der Stelle natürlich nochmal hier Zauberschein gemacht, wäre das Gengar nicht K.O. gegangen, dann hätte die ganze Zurückruferei wieder von vorne begonnen. Dementsprechend hier an der Stelle vielleicht endlich die Wendung mal für mich. Und er holt hier an der Stelle eins meiner Lieblings-Pokémon in den Kampf. Ja, ich hasse es. Es wird überall gespielt, aber es ist so gut. Man muss es eigentlich schon fast sagen. Aber genau deswegen, meine Damen und Herren, habe ich ein Pokémon mit Schwebe dabei. Ihr dürft dreimal raten, welches Pokémon ich einsetze. Und ich denke mir jedes Mal so, bitte greif nur mit Erdbeben an. Und ich lese auf einmal so Erdkräfte und war mir nicht mehr so ganz sicher, was das denn für einen Movepool hat. Und ja, irgendwie kam es mir ein bisschen komisch vor, warum es ein spezielles Pokémon ist. Ich habe es noch nie speziell spielen gesehen. Ja, war ein bisschen fast schon schockiert gewesen auf einmal, dass dann Psychokinese auf einmal auf meinen Gengar kam, ja. Ja, da habe ich mir Matschbombe entschieden, weil ich gedacht habe, das soll ja großartig gegen Gengar machen, wird wohl zurückrufen, ne. Dementsprechend habe ich ja irgendeinen Wechsel plädiert. Und ja, ärgerlicherweise wurde das liebe gegnerische Pokémon sogar dadurch vergiftet. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht gewesen. Ich hatte eher gedacht, okay, er wird irgendwie wechseln und ja, Matschbombe wird Übriges gegen Altaria oder so tun. Dementsprechend ist es natürlich jetzt doof, Gengar drin zu lassen. Und habe mich entschieden, Sepri Royale in den Kampf zu rufen. Und ja, vielleicht bringt ja das die Wendung in diesem Kampf. Jedenfalls, Gengar kommt jetzt erstmal zurück. Und Sepri Royale in den Kampf. Er hat sich natürlich für Erdkräfte entschieden. Er hat also einen Wechsel schon fast kommen gesehen. Aber wahrscheinlich eher weniger auf Sepri Royale. Zumal es ja die Offensivweste trägt und gerade die speziellen Attacken, die es beherrscht, abgeschwächt werden, was super ärgerlich ist. Ich habe mich an der Stelle für Blättersturm entschieden, soweit ich das weiß. Ja, genau. Denn ich will natürlich meinen Spezialangriff erhöhen. Und ja, er schickt Brutalanda in den Kampf durch die Fähigkeit Umkehrung, steigt aber mein Angriff, was mir eigentlich nichts bringt, aber okay, sieht schön aus, dass mein Angriff steigt. Neben meinem Angriff, was viel wichtiger ist, steigt jetzt aber auch mein Spezialangriff und das ist nicht so toll für Brutalanda, denn ich kann den Drachenpuls und der ist sehr effektiv.
Und zumal, dass eine Spezialangriffserhöhung gerade im Spiel ist, kann Brutalander dadurch durchaus K.O. gehen. Ja, wir dürften gespannt sein. Es würde mit Sicherheit Flammenwurf machen, da mache ich kein Geheimnis drumherum. Ob Sebrimaya die Attacke wiederum übersteht, hängt von dem Trainingsergebnis von Brutalander ab. Jetzt kommt erstmal Flammenwurf, das hat zwar einiges an Schaden gemacht, es reicht aber nicht, um Sebrimaya zu besiegen. Sogar einen zweiten Flammenwurf, hätte ich fast gesagt, könnte Sebrimaya von diesem Brutalander problemlos überstehen. Ich habe mich entschieden, nochmal Blättersturm einzusetzen, falls denn jetzt ein Wechsel käme, dass ich direkt den Spezialangriff um 4 Stufen erhöht habe. Das ist natürlich äußerst selten in einem solchen Kampf. Und ja, also er kann entweder zurückrufen oder nochmal versuchen anzugreifen. Er hat sich für den Zurückrufen entschieden. Ob das jetzt so klug war, auf Karpilz zu rufen, ich weiß nicht. Also es kann mit Sicherheit auch ein Tempohieb oder sowas, ja, wo es natürlich eine Prioritätsattacke hätte. So steigt der Spezialangriff wieder um 2 Stufen und das ist jetzt ein enormes Problem. Ein Sebrimaya mit 4-fach Spezialangriffserhöhung ist gerade im Spiel und er versucht irgendwas dagegen zu entsetzen, aber ich weiß nicht konkret was. Und er setzt wieder ein Pomon ein, was auf Spezialangriff geht und der Teufelskreis nimmt eigentlich nur noch seinen Lauf. Ich habe mich für Gigasauger entschieden, da der Spezialangriff relativ hoch war, es natürlich vom Typ Boden ist und ich das so Kinder einfach ausschalten kann. Und notfalls tut mir die Vergiftung hier restliches, falls es denn nicht reichen sollte. Aber das reicht bei weitem. Das reicht bei sehr weitem. Und dadurch habe ich sogar noch meine KP geheilt, was für den Gegner natürlich übelst nervig ist. Ja, Gigasauger mit der Spezialangriffserhöhung ist das natürlich super klasse. Ja, hier kommt eine Stelle, kommt Altaria. Ich habe mich entschieden, Blättersturm einzusetzen. Ich wusste nicht so recht, ist Altaria in der normalen Form jetzt auch ein Feentyp? Da war ich mir nicht so sicher gewesen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, es ist nicht unbedingt ein Feentyp. Ärgerlicherweise, die zweite Attacke, die heute daneben geht, mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, ist Blättersturm. Genau dann, wenn man es natürlich nicht braucht. Aber so ist es normal, Blättersturm daneben gegangen, Altaria mit vollen KP im Spiel, vielleicht kann es ja noch was reißen. Jedenfalls kommt Blättersturm und nicht sehr effektiv, Spezialangriff steigt stark und es gibt Zauberschein, auch das eine Attacke auf Spezialangriff. Sebrimaya kriegt wieder ein paar Kratzer ab, mehr aber nicht wirklich. Dementsprechend habe ich mich entschieden, Gigasauger zu machen. Ich meine, das kann jetzt eigentlich ewig so weitergehen. Ruheort könnte auch nicht ewig einsetzen, denn natürlich kann er sich nicht ewig aufheilen durch Ruheort und dann wieder die KP abgezogen bekommen. Im Prinzip fast die ganzen KP wieder verloren, die ist ja dazu gewonnen in einem Drachenpuls. Der zieht einiges mehr ab, aber es ist halt die Offensivweste, die doch einiges ausmacht. Ja, Überreste füllt wieder einige KP auf, aber es gibt den Blättersturm mit maximalen Spezialangriffswert und ja, beim besten Willen, das überlebt sogar ein Pokémon mit nicht sehr effektiv, nicht so sehr. Ja, letztes Pokémon von ihm. Man darf gespannt sein, es ist Brutalander. Paradoxerweise steigt zum Abschluss noch mein Angriff. Dementsprechend ist der Kampf relativ eindeutig ausgegangen, auch dem Danke hier an Sebrimaya. Andernfalls hätte die ganze Geschichte eventuell bei diesen Pomon durchaus anders aussehen können. Das war nicht immer so klar gewesen für mich, dass es ein klares 6-0 wird, aber dass man den Kampf durchaus hätte gewinnen können, war mir eigentlich nach dem Zug mit Gengar bewusst. Ja, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums, liken und favorisieren nicht vergessen, sofern es euch gefallen hat. Hier an Stelle war Pokémon Tutorial TV mit einem Wi-Fi-Kampf gegen den lieben Shift. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch 2 Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten, nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der 6. Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.